Tag, neues Glück und damit guten Morgen und herzlich willkommen zum nächsten Videoblog auf meinem persönlichen Kanal. Heute ist ein ganz besonderer Tag, nicht nur weil hier Nationalfeiertag in Österreich ist, sondern auch weil mein erster Videoblog heute online geht und ich bin sehr, sehr auf das Feedback gespannt. Eine großartige Möglichkeit, um in den Tag zu kommen, ist natürlich ein morgendlicher Spaziergang und den habe ich genutzt, um jetzt erstmal den Kopf frei zu kriegen und dann kann der Tag starten. Auf geht's! That feels good! Ich habe ja schon viele YouTube-Videos für den Maha Lifestyle-Channel hochgeladen, aber wenn es dann das erste Video für den eigenen Kanal ist, dann ist das doch ein ganz besonderer Moment. Und ja, die Emotionen möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich freue mich gerade riesig, dass das Video jetzt online ist. That feels good! Baby! Gerade cooler Moment, erzähl doch mal, Marius. Ja, die vor 3 Tagen online gegangenen ersten Skitage der Saison sind jetzt endlich schon über die 1000 gestiegen. 1030. Ja, das ist brutal. Ich meine, wenn wir uns erinnern an die erste Zeit, wo wir die ersten Vlogs online gestellt haben, da haben die mit 40 Klicks 3-4 Wochen lang da rumgekrebst und liegen heute wahrscheinlich noch mit 200 Klicks da rum. Ja, und jetzt geht's richtig ab und wir kriegen richtig viele Abonnenten, das ist so ein tolles Gefühl. Ja, also gestern noch eine Mail von einem Follower aus dem Ruhrpott bekommen, möchte den Namen sich erwähnen, aber das gibt einem schon viel Energie, ne? Das ist echt gut, das ist positiv, auf jeden Fall. Ich habe noch einen kleinen Überfall auf dich vor. Echt? Ja. Was magst du eigentlich so an YouTube und was würdest du sagen, was ist deine Motivation für YouTube? Das Schönste an YouTube ist im Prinzip, sein Wissen weiterzugeben und das Ganze mit Menschen zu teilen, die, ja, die interessiert sind, die Lust haben, das Leben auch so anzugehen wie man selbst. Also das, warum ich so motiviert bin, es zu machen, ist, weil ich Schnitt und Videoaufnahme sowieso auch sehr gut finde und mir das Freude bereitet. Und da sehe ich uns schon gut drin. Das ist interessant. Und der Austausch ist interessant. Genau, und so ein Video, das gesprochene Wort hat natürlich auch immer mehr Aussagekraft. Auf jeden Fall. Als jetzt ein Bild auf Instagram oder ein Blogpost, ne? Absolut. Wenn man überhaupt keine Emotionen sieht. Naja, cool. Genau. Dann geht's jetzt weiter. Baby! Der Schüssel Lifestyle, was sagst du? Ja, lecker. Also sieht aus wie so ein Bundeswehr-Meal, aber schmeckt bestimmt besser als das. Veganes Thai Curry. Bon Appetit, Marius. Ja, guten Appetit. Französisch? Keine Idee. Und Julian? Lecker, aber viel zu viel. Boah. Einmal ein Porträtfoto mit deiner Schale. That feels good! Siehst, bist du draußen, Marius? Was ist denn mit dir los? Sicher. Bisschen frische Luft schnappen nach. Vor allem mit dem Käffchen. Kaffee. Cheers. Ja, schon gut. Ich meine, Innsbruck ist auch bei Regenwetter schön. Da kann man sich nicht beklagen. Ja, die Stadt ist wunderschön, oder? Ja. Kann man sich nicht beklagen. Wie lange bist du mit deiner Bachelorarbeit? Ich sag mal, ich bin bei 40%. 35. Und ich lehne mich nicht mehr aus dem Fenster. Das ist schon gut. Und dann, wenn ich das Ding weg habe, dann können wir endlich mal wieder gemeinsam auf die Berge. Dann geht's richtig rund. Ich freue mich schon drauf. Geht mir auch so. Endlich mal die Alpen richtig entdecken. Vor allen Dingen mit der schönen GoPro 5. Ich will sie jetzt schon ausführen. Allerdings. Ist echt Wahnsinn, dass die hier bei Regenwetter und dann die Tonaufnahmen ist cool.
Ja, und dann, ja, super. Ja, und das bei Schnee, also ja. Freue ich mich drauf. Voll gut. Und ich haben gerade nochmal richtig Gas gegeben, 3 Stunden lang. Und jetzt erstmal wieder ein bisschen entspannen. Und da ist was ganz Interessantes passiert, eine Einsicht, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar habe ich gerade die Arbeit von Marius Korrektur gelesen, das, was er bisher geschrieben hat. Und da ist mir aufgefallen, wie wichtig es war, eine große Niederlage gehabt zu haben. Davon möchte ich dir jetzt gerade mal erzählen. Und zwar habe ich damals eine Projektarbeit schreiben müssen an der RWTH Aachen in meinem Maschinenbaustudium und ich musste die bestimmt 5, 6, 7 Mal neu schreiben und es ging auch über ein halbes Jahr, das war ein unwahrscheinlicher Pain und mein Betreuer war sehr, sehr streng mit mir und im ersten Augenblick habe ich das wirklich als eigene Niederlage gefühlt. Aber jetzt, wo ich meine eigene Bachelorarbeit ohne Probleme schreiben konnte, meinen Kumpels und Freunden helfen kann, weiß ich das zu schätzen, dass mein Betreuer so streng mit mir war. Und die Quintessenz aus der Geschichte ist sozusagen, und das sagen auch sehr, sehr viele erfolgreiche Menschen, dass für einen wirklich großen Erfolg eine mindestens genauso große Niederlage, eine mindestens genauso groß gefühlte Niederlage vorweggegangen sein muss, dass man so groß werden konnte. Weil es einfach was mit der persönlichen Reife zu tun hat. Marktkrötenbaby? Wer ist denn da? Es geht ab. Hi Basti. Alles frisch? Jo, alles bestens und selbst? Soweit, stabil. Wieder gut zu Hause angekommen? Bitte? Bist du wieder gut zu Hause angekommen? Ja, aber hier ist so ein bisschen Mess. Ja, ich habe hier auch noch den Wäscheständer hinter mir stehen. Ja, ja. Okay, was ich mal fragen wollte. Was ist eigentlich deine Motivation für YouTube? Was findest du auf YouTube geil und warum machst du das mit uns? Ja, was finde ich an YouTube geil? Sehr komplexe Frage. YouTube, warum finde ich das geil? Also mir macht es riesig Spaß, halt Filme zu machen, Filme zu drehen. Ich gucke gerne Filme, ich beschäftige mich viel mit Filmen, um das von der Wiege aufwärts, also mit Aufnehmen bis Cutten bis Rausbringen und auch Schauspielern. Das macht mir halt alles riesig Spaß. Zudem kommt der Punkt, dass mir Skifahren riesig Spaß macht und diese zwei Leidenschaften versuche ich halt zu kombinieren. Und YouTube ist halt eine super Plattform, um halt Videos der Öffentlichkeit zu zeigen und sich dann auch ein direktes Feedback abzuholen. Das ist halt super nice. Und ja, warum mache ich das mit euch? Vor allem mit dir und mit Marius. Ich habe euch beim Skifahren kennengelernt, wir kennen uns ewig, wir sind super Freunde geworden, besten Freunde geworden. Und ich kann mir einfach keine anderen Leute vorstellen, mit denen ich besser irgendwas aufbauen kann, weil einfach das Vertrauen bei uns in die Unendlichkeit geht und ich so mal genau weiß, was läuft, wie es läuft und so super sicher bin. Wir haben dieselben Ziele, dieselben Leidenschaften, sind zwar alle ein bisschen unterschiedlich, aber das macht's ja auch aus, ne? Nicht gegeneinander, sondern wir ergänzen uns so eher und so sind wir einfach ein super starkes Team. Tipptopp, vielen Dank. Dann können wir jetzt loslegen, ne? Alles klar. So, Basti und ich haben noch ein paar Sachen zu besprechen. Also wir telefonieren einmal in der Woche miteinander über Skype, um auch die Saison zu planen und was wir alles vorhaben. Und von da ab, ja. Cool. Basti, sag mal meinen Followern tschüss. Ciao, Leute. Ich habe mich jetzt gerade noch mal in meinen YouTube-Kanal eingeloggt und gesehen, dass das Video von gestern schon 250 Klicks hat. Und schon über 10 Daumen nach oben hat. Das ist wirklich atemberaubend. Und schon 30 Abonnenten, das ist der absolute Wahnsinn. Wenn ich mich daran erinnere, wie lange es bei unserem ersten Kanal damals gedauert hat, dann unglaublich. Vielen, vielen Dank fürs Abonnieren und fürs Anschauen des Videos. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Echt cool.
Das versüßt mir so ein bisschen gerade den Gang zum Training. So, Training ist vorbei. Erstaunlicherweise extrem viel Energie gehabt, obwohl ich jetzt seit fast 3 Wochen auf Diät bin und schon 4 Kilo abgenommen habe. Liegt vielleicht daran, dass ich so viel Energie durch die Vlogification kriege, keine Ahnung. Ich habe jetzt einen schönen Bogen gespannt, warum ich YouTube mache und warum ich YouTube cool finde. Unwahrscheinlich viel durch YouTube gelernt, sowohl im Sport als auch im normalen Leben. Und ich habe einfach das Bedürfnis, was zurückzugeben. In dem Sinne, dass ich halt sage, okay, ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Ich weiß, dass ich auch noch sehr, sehr viel lernen muss. Aber das, was ich weiß, das möchte ich gerne an meine Community weitergeben. Und von da ab habe ich jetzt diese Vlogification gestartet und früher schon den Elias Kaskin-Kanal bzw. mal Lifestyle-Kanal mit meinen besten Buddies. Okay, haben wir das quasi jetzt auch jetzt aufgelöst, dieses Rätsel. Dann wünsche ich euch noch einen extrem schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.